Ich begrüße euch mal wieder zu einer weiteren Pokémon-Challenge, und zwar dieses Mal zu Pokémon Gold, nur mit einem Wing genau. Und das, meine Freunde, war eine der härtesten Challenges, die ich jemals gemacht habe. Wing genau ist einfach ein Psycho-Pokémon mit einem ganz besonderen Gimmick, und zwar kann es keine Attacken lernen, außer Konter, Spiegelcape, Bodyguard und Abgangsbund. Und die Attacke Abgangsbund ist logischerweise für diesen Run hier vollkommen nutzlos, weil ich damit halt nur Unentschieden erzielen kann, die mir bei einem One-Pokémon-Run keine Siege erzielen, also das bringt mir gar nichts. Das heißt, ich kann einfach nur Attacken zurückwerfen, was aber einige große Fragen aufwirft, die wir später im Run noch bemerken werden, denn diese ganze Kontermechanik hier hat große Schwächen, sehr, sehr große Schwächen. Aber wie auch immer, wir haben noch Bodyguard und damit können wir so Sachen wie halt einfach Paralyse oder Gift aufhalten, ist auf jeden Fall ganz nett. Das gute Wingenau hat eine Basiswertsumme von 405, und es hat einen KP-Wert von 190, ich mache keinen Scherz, aber alle anderen Werte sind Bullshit, bis auf die Verteidigung, die kann sich noch halbwegs sehen lassen. Wenn ich aber mal gezwungen sein sollte, hier auf Verzweifler zu gehen, werde ich damit keinen Damage machen, beziehungsweise fast keinen. Das wird bitter werden und glaubt mir, Freunde, das wird passieren, das ein oder andere Mal. Und ich habe auch drei Schwächen, wie auch immer. Das sind meine Regeln, ihr kennt sie mittlerweile, die sind ja quasi immer so bei meinen One-Pokémon-Runs. Und ja, ihr wisst Bescheid, Freunde, ich streame mittlerweile regelmäßig live auf Twitch und ihr könnt auch sehr gerne hier ein Abo dalassen, das würde mich sehr unterstützen und das hier ist ja quasi so ein bisschen der zweite Teil meines 35.000 Abo-Specials für die Leute, die halt Romhacks nicht so mögen. Und ja, mein nächstes Special kommt bei 40.000 Abos, von daher seid schon mal gespannt, was ich da so bringen werde. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt mal mit dem heutigen Video, es wird sowieso eine ganze Weile gehen und ich erzähle euch so ein bisschen, wie es mir ergangen ist. Und ich würde sagen, wir beginnen noch heute mal wieder mit der Wahl meines Starters und ich habe mich entschieden, hier meinem Rivalen einen Endivier zu geben, damit er später ein Meganie haben wird mit Reflektor. Und das wird später durchaus wichtig werden. Das Problem ist folgendes, mein Rivale wird quasi im gesamten Playthrough immer ein Geist-Pokémon haben, und zwar ein Nebulak bzw. später ein Alpollo. Und dieses Pokémon kann ich nicht bekämpfen, aber dazu später mehr. Und dementsprechend werde ich später auf Verzweifler gehen müssen, hin und wieder, gegen meinen Rivalen. Und da ist Reflektor logischerweise die gefährlichste Attacke, die mein Rivale haben kann, weil ich dann keinen Schaden mehr mache. Das war so ein bisschen mein Gedankengang und ich würde sagen, es hat sich auch bewahrheitet, dass das hier die schwierigste Wahl ist, die ich hätte treffen können. Und ich habe ein Pokémon dieses Mal Niklas genannt, nach einem Zuschauer. Und ihr wisst Bescheid, Freunde, wenn ihr auch mal wollt, dass ich halt ein Pokémon nach euch benenne, dann schreibt das sehr gerne unter dem oben angepinnten Kommentar, weil da könnt ihr euch dafür bewerben und das finde ich immer sehr cool. Und dann ging es auch schon los so ein bisschen mit dem ersten Rivalen-Battle. Ich muss aber leider sagen, dass der erste Kampf hier logischerweise nicht sonderlich schwierig ist, weil die Pokémon auf einem so kleinen Level natürlich immer nur Normalattacken können, wie beispielsweise Tackle und so. Und Normalattacken sind logischerweise in der ersten Generation alle physisch. Das bedeutet, ich weiß, ich muss Konter einsetzen und es kann quasi nichts schief gehen. Und so ist es quasi im gesamten Early Game. Schaut euch diesen Kampf hier an. Solange ich jede Runde Konter picke, kann mir nichts passieren und auch so Attacken wie beispielsweise Heuler können mir ziemlich egal sein. Und deswegen war der Kampf hier geschenkt, aber er zieht sich eine ganze Weile und das ist häufig so. Wenn meine Gegner wirklich schlechte Attacken wie Tackle einsetzen, fährt sich logischerweise wenig Schaden und kann auch wenig Schaden zurückwerfen. Und das zieht die Kämpfe teilweise wirklich extrem und kann nervig sein, aber okay, immerhin kann ich so recht solide gewinnen und es ist praktisch unmöglich mit Wing genau hier zu verlieren, wenn man nicht irgendwie missplayt. Und eine ähnliche Hoffnung hatte ich hier für die erste Arena und das ist die von Falk. Und ich wusste, der hat normal Flug-Pokémon und beide Typen, also normal und Flug, sind in der zweiten Generation noch physisch gewesen, also wirklich alle Attacken davon. Und deswegen wusste ich, alles klar, mit Konter kann ich alles zurückwerfen, was er hat. Und selbst Lehmschelle beispielsweise, was halt er auch beherrscht, der gute Falk, ist physisch, also ich habe mir keine großen Sorgen gemacht. Und es war auch gar nicht wirklich notwendig, ich meine, was sollen seine Pokémon machen? Taubsi beispielsweise setzt jede Runde Tackle ein. Das ist jedes Mal physisch und ich kann es jedes Mal zurückwerfen über Konter und ich mache immer wieder soliden Schaden. Und dadurch, dass ich auch durchaus schlecht gelevelt bin, fresse ich gar nicht mal so wenig Schaden und kann deswegen halt umso mehr zurückwerfen. Ganz praktisch eigentlich und ich würde sagen, dass deswegen Taubsi kein Problem war. Und Taboga macht dann sogar Windstoß. Und das ist halt eine Flugattacke mit Step, die gar nicht mal so schlecht ist für den Anfang. Und die kann ich noch besser zurückwerfen, zumal auch Taboga ein noch stärkeres Pokémon ist. Ich mache also noch mehr Damage und der gute Falk ist eigentlich kein großes Problem. Auch wenn ich selbst viel Schaden einstecken musste, ich konnte umso mehr zurückwerfen. Mir war allerdings klar, dass diese einfachen Siege irgendwann aufhören würden, sobald die Teams meiner Gegner etwas komplexer werden und die auch teilweise gefährliche Nebeneffekte auf ihren Attacken haben können.
Und deswegen hatte ich durchaus Respekt vor dem guten Kai, also dem Käfer-Arena-Leiter, weil mir war bewusst, dass das Sichlor sehr viel Schaden macht. Und Zornklinge kann so gefährlich werden eventuell, dass ich nicht mehr genug Schaden zurückwerfen kann und dann verliere ich plötzlich, ohne was dagegen machen zu können. Und deswegen hatte ich Respekt hier vor. Das erste Pokémon von Kai ist aber erstmal ein Safcon und es macht nicht viel. Das spammt Härtner und dann so ein bisschen Tackle. Tackle ist eine furchtbare Attacke. Die Attacke macht wirklich sau wenig Schaden und deswegen kann ich auch nicht viel Schaden zurückwerfen. Und deswegen dauert der Kampf hier gegen Safcon eine Ewigkeit. Und das ist mega frustrierend. Weil wenn man danach noch verlieren sollte, darf man das alles neu machen und muss Safcon nochmal so besiegen. Und das nervt. Aber gut. Danach kommt das Sichlor und ich habe hier gute Neuigkeiten. Dadurch, dass halt einfach Zornklinge jedes Mal mehr Schaden macht, kann ich auch immer mehr Schaden zurückwerfen. Ja, das summiert sich irgendwann, aber dadurch, dass ich halt wirklich doppelt so viel zurückwerfen kann, wie ich selber fresse, ist Sichlor vor mir tot. Und das letzte Pokémon von Kai ist nur ein Kukuna. Aber hier muss man eine Sache unbedingt beachten. Man muss hier Bodyguard einsetzen, weil sonst kann man hier noch haushoch verlieren, einfach nur wegen Giftstachel. Klar, diese Attacke ist Müll, aber die kann vergiften. Und wenn wo Ingenau die ganze Zeit vergiftet ist, wenn man quasi Ewigkeiten braucht, um Kukuna zu besiegen, dann wird man verlieren. Das ist wirklich sehr, sehr bitter. Und das ist mir hier auch einmal passiert, weil ich Kukuna einfach komplett unterschätzt habe. Aber wenn man darauf achten sollte, kann hier eigentlich nicht mehr so viel schief gehen und dann sollte man gewinnen können. Jetzt kommen wir allerdings zum ersten Rivalen-Battle, wo man Rivale halt einen Geist hat. Und das ist ein massives Problem und ich will mal ganz kurz erklären, woran das liegt. Ich habe logischerweise nur Konter, um physische Attacken zu reflektieren. Das bedeutet, ich bin gezwungen, gegen den Schlecker beispielsweise von Nebulak Konter einzusetzen. Aber Konter ist eine Kampfattacke und deswegen kann ich damit leider keine Geist-Pokémon verletzen. Pech gehabt. Ich kann Geister somit unmöglich besiegen, wenn die Geistattacken einsetzen. Die sind unbesiegbar. Außer halt durch Abgangsbund, was mir hier aber nichts bringt bei dieser Challenge. Und dasselbe gilt auch leider so ein bisschen für Unlicht-Pokémon. Denn jede Unlicht-Attacke in der zweiten Generation ist speziell. Und deswegen muss ich Spiegelcape einsetzen, aber Spiegelcape ist eine Psycho-Attacke, die logischerweise Unlicht-Pokémon keinen Schaden machen kann, weil die immun sind gegen Psycho-Attacken. Das heißt, sobald ich gegen irgendwelche Geist- oder Unlicht-Pokémon kämpfen muss, kann ich praktisch unmöglich gewinnen ohne Verzweifler. Es ist definitiv komplett zum Kotzen im gesamten Run und ich kann dagegen nichts machen. Und das ist wirklich ein großes Hindernis für dieses gesamte Playthrough, aber gut. Man kann es schaffen, hier Nebulak und Zubat zu besiegen über Verzweifler, aber das frisst eine ganze Menge Ressourcen und man hat dann einfach kaum noch KP übrig. Und es ist nicht mal garantiert, dass man hier überhaupt so weit kommt. Also Zubat beispielsweise kann einen auch gut und gerne mal töten, wenn man einfach Pech hat. Aber wenn man dann später vor Lorblatt stehen sollte, auf Level 16 mit kaum KP, ist es klar, dass man nicht mehr gewinnen wird. Verzweifler macht hier keinen Schaden mehr. Und was soll ich sagen, Freunde? Giftpuder ist halt eine Sache und Bodyguard habe ich jetzt auch nicht mehr, weil ich musste hier antreten ohne AP. Ich kann hier auf diesem Level unmöglich gewinnen. Ich bin also wiedergekommen auf Level 20 und wollte das Ganze nochmal probieren mit etwas mehr KP und einem etwas besseren Angriffswert. Und dann wird das Ganze hier auch schon mal deutlich einfacher. Nebulak beispielsweise ist jetzt tot in zwei Hits, weil dieses Pokémon physisch einfach nichts aushält. Und dann kommt Zubat rein und auch dieses Pokémon kann man relativ schnell besiegen, wenn man halt einfach so ein bisschen überlevelt ist, weil Zubat einfach nicht das beste Pokémon der Welt ist, ist denke ich klar. Und wenn es halbwegs mitspielen sollte, sind seine Attacken auch nicht so gefährlich. Aber dann kommt wieder das gute Lorblatt rein und das ist einfach immer noch eine riesige Gefahr. Wenn es hier Giftpuder eingesetzt hätte und getroffen hätte, hätte ich aufgeben können. Ich wäre einfach tot gewesen. Ich brauche nach wie vor sehr viele Runden, um dieses Pokémon zu besiegen, über Verzweifler. Und es greift mich ja permanent an, über halt einfach seine Pflanzenattacken, die sich durchaus sehen lassen können. Also der Schaden von denen ist nicht von schlechten Eltern, das ist echt gefährlich. Und deswegen konnte ich hier nur gewinnen, ganz, ganz tief im roten Bereich, obwohl ich nicht vergiftet wurde. Also es war schon ein sehr, sehr glücklicher Run und ich hätte trotzdem noch fast verloren. Es ist nicht einfach, ohne richtige Attacken zu kämpfen. Aber gut, die nächste Arena ist ja eine normale Arena, das bedeutet, ich kann alle Attacken kontern über die Attacke Konter. Das habe ich mir so ausgemalt. Es waren auch das gefährliche Miltank, nur Stampfer und Walzer einsetzt für gewöhnlich. Und das sind beides Attacken, die man prima zurückwerfen kann über Konter. Gerade der Walzer wird wahrscheinlich ähnlich enden wie der Zornklingenangriff von Sichlor, also sehr, sehr schmerzhaft für Miltank selbst.
Aber der Kampf hier ist etwas anders abgelaufen, als ich es gedacht hätte. Und zwar ist das Pipi praktisch unbesiegbar. Das ist wirklich ein Problem. Ich meine, was soll ich gegen Pipi machen? Es kann entweder Metronom einsetzen und dann weiß ich nicht, ob die Attacke, die halt rauskommt, speziell oder physisch ist. Oder Pipi setzt einfach Duplex-Hieb ein. Klar, die Attacke ist immer physisch. Aber leider kann Konter nur einen Duplex-Hieb zurückwerfen. Nicht alle gemeinsam. Das heißt, ich mache damit so gut wie gar keinen Schaden. Pipi ist damit praktisch unbesiegbar. Mit halt einfach meinem Wohin genau. Klar, man kann dir grinden, bis man irgendwie random mal einen Sieg gegen Pipi erwirtschaftet. Aber man wird immer krass angeschlagen sein. Also man wird hier schon mal eine ganze Menge Schaden fressen. Und dann ist natürlich Miltank nicht mehr besiegbar. Auch wenn ich das Pokémon, naja, besiegen könnte über Konter, ohne riesige Probleme mit vollen KP, habe ich diesen KP-Wert nicht. Ihr habt ja eben gesehen bei Sichlor, dass ich selbst eine ganze Menge Schaden fressen muss, um halt solche Pokémon zu besiegen. Und Miltank hätte noch mehr Damage gemacht. Der Kampf ist also so nicht schaffbar. In der Praxis musste ich also hochgrinden bis auf Level 30, weil was zur Hölle soll ich machen? Und ich konnte nur antreten mit Verzweifler, weil sonst Pipi nach wie vor unbesiegbar wäre. Denn auf einem höheren Level wird der Konter nicht wirklich stärker. Und auch wenn Pipi jetzt kein großes Problem mehr war, weil dieses Pokémon einfach nichts aushält, gab es immer noch Miltank. Und dieses Pokémon bekommt leider über Verzweifler gar nicht mal so viel Schaden. Und wenn ich Miltank Zeit gebe, eine große Walzer-Chain aufzubauen, bin ich am Arsch. Klar, Walzer kann missen, aber die Chance dazu ist nicht allzu hoch. Und wenn es mal missen sollte, kann Miltank einfach sofort die nächste Chain aufbauen und mich damit killen. Und wenn ich Miltank irgendwie mal in einen gefährlichen Bereich hauen sollte, kann es teilweise einfach Milchgetränk einsetzen und sich wieder full healen. Das ist einfach nur asozial, zumal ich quasi permanent über Verzweifler ja auch Schaden fresse. Sehr, sehr schlimmer Kampf, aber okay, nach einigen Versuchen konnte ich dann knapp gewinnen, aber dieser Kampf hier ist echt fast unspielbar mit wohin genau. Und es ist echt traurig, dass man hier einfach die Konterstrategie nicht ansatzweise anwenden kann, weil dieses Pipi einfach zu viele Probleme macht. Da ich jetzt aber langsam gemerkt hatte, dass ich meine Konterattacken in vielen Kämpfen gar nicht einsetzen kann, habe ich mir das Item Flinklauer geholt, um einfach manchmal schneller zu sein mit der Attacke Verzweifler. Das kann teilweise Meta nur wirklich wichtig sein und deswegen habe ich das Item abgeholt, aber wenn ich halt normal kämpfen kann, bringt mir das Item leider absolut gar nichts. Und wer das Spiel kennt, der weiß, was jetzt kommt, Freunde, und zwar die Geisterarena von Jens. Und das ist halt mal wieder ein riesiges Problem. Ich kann Geist-Pokémon nach wie vor nicht angreifen und werde das auch nie können. Das heißt, ich muss hier antreten mit Verzweifler gegen vier Pokémon, die alle sehr gefährliche Attacken haben. Mir war klar, das Ganze hier wird ein richtiger Albtraum werden. Und das war es auch. Natürlich war es das. Klar, die Gengar-Linie hält nicht so viel aus. Und alle Pokémon, die Jens hat, gehören zu dieser Entwicklungslinie. Aber trotzdem summiert sich der Schaden irgendwann und die können halt wirklich extrem viele nervige Attacken einsetzen. Beispielsweise können die einen paralysieren, die können einen einschläfern, die können unter anderem auch einfach Fluch einsetzen, wodurch man quasi sofort verloren hat. Und man frisst jedes Mal, wenn man quasi Verzweifler einsetzt, immer wieder ein bisschen Schaden. Dagegen kann man nichts tun. Es ist einfach nur ein grausames Matchup und auf so einem kleinen Level hier ist es praktisch unmöglich zu gewinnen. Klar, man könnte beispielsweise immer kritten oder der Gegner könnte all seine Attacken wie Hypnose und so missen oder vielleicht auch nie Fluch ansetzen, aber die Chance dazu ist astronomisch gering, das heißt, es macht keinen Sinn darauf zu grinden. Und deswegen ist für gewöhnlich bei Gengar Schluss. Ich bin also wiedergekommen auf insgesamt Level 40 und dann war Nebulak logischerweise kein Problem mehr, weil das Pokémon einfach nicht viel aushält, aber dann kam wieder das Apollo rein. Und das hat Gott sei Dank hier Nachtnebel eingesetzt mehrfach und nicht Fluch. Weil bei Fluch hätte ich nach wie vor einfach so aufgeben können. Daran ändert sich nichts auf einem höheren Level, die Attacke ist einfach mega gefährlich. Und dann kam Gengar rein und dieses Pokémon hier hat permanent Hypnose gespammt. Klar, es hat auch teilweise mal so einen Spukball eingesetzt und so, aber die primäre Taktik von Jens war hier, einfach auf Hypnose zu gehen, was auch clever ist. Weil wenn ich schlafe, kann er mich jede Runde angreifen und ich kann mich nicht wehren. Aber Gott sei Dank hat er einfach jede Hypnose gemisst. Diese Attacke hat dann einfach nur eine Genauigkeit von 60%. Das kann daneben gehen und es kann auch mehrfach daneben gehen. Aber damit sowas hier passieren kann, muss man natürlich diesen Kampf hier unzählige Male neu starten und das ist ziemlich nervig. Aber wenn man Gengar besiegt haben sollte, sollte normalerweise das Apollo einen auch nicht mehr aufhalten können, weil das kann alleine jetzt nicht so viel. Und dann kann man diesen Kampf hier gewinnen, aber das Ganze ist schon sehr, sehr RNG-lastig.
Etwas mehr Hoffnung hatte ich da bei der Kampfarena von Hartwig, weil ich wusste, alle Kampfattacken im Spiel sind immer physisch. Normalattacken beispielsweise ja ebenfalls. Also ich wusste, mit Konter kann ich hier eine ganze Menge reißen. Ich wusste aber auch, er hat einen Quappo und das kann leider auch Surfer. Das bedeutet eine spezielle Attacke, die teilweise random dazukommt und die kann gefährlich sein. Das erste Pokémon von ihm ist aber zunächst mal ein Razzaf. Und dieses Pokémon kann quasi nur physische Attacken einsetzen, aber ganz wichtig, es hat auch leider die Attacke Kratzfurie. Und die funktioniert genauso wie du, Black Sheep. Diese Attacke greift mehrfach an und ich kann nur einen Angriff davon kontern. Ich mache also fast gar keinen Schaden damit. Razzaf zu besiegen kann sich also teilweise eine ganze Menge hinziehen und auch leider sehr viel KP kosten. Das Ganze ist schon recht gefährlich. Doch wenn man das besiegt haben sollte, dann kommt Quappo rein. Und oh Wunder, Freunde, das macht immer nur Surfer. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so genau warum. Ich meine, es hätte auch die Attacke Wuchtschlag. Und die ist ja physisch, das bedeutet, Quappo kann variieren, aber das macht es irgendwie nicht. Vielleicht weil irgendwie Kampf nicht so toll ist auf Psycho, das wäre jetzt meine einzige Erklärung, aber Razzaf beispielsweise macht ja auch nicht nur seine normale Attacke, weil die halt neutral ist. Sehr, sehr merkwürdig, aber gut, mit einmal Spiegelcape kann man Quappo logischerweise ziemlich alt aussehen lassen und dann sollte das Pokémon für gewöhnlich auch besiegt sein. Man sollte aber auch einen Bodyguard aufsetzen, falls Quappo einfach auf Hypnose geht. Danach kommt allerdings die Stahlarena von Jasmin und darauf habe ich mich persönlich am meisten gefreut. Und zwar kann man hier einfach Hohingenau perfekt als idealen Konter einsetzen gegen die gesamte Arena. Es ist fast schon lächerlich, aber Freunde, hört mir einfach zu. Sie macht zunächst mal logischerweise ein paar Angriffe mit ihren Magnetilos. Und der erste Angriff, der immer kommt eigentlich von denen, ist halt einfach Donnerwelle. Aber ich habe Bodyguard. Und wenn das nicht funktioniert bei der guten Jasmin, spammt sie danach immer Donnerblitz. Aber ich habe Spiegelcape als perfekte Antwort und die Magnetilos sind damit immer One-Shot. Kein Problem, die fressen massiven Schaden und können nichts dagegen tun. Und dann kommt Stalos rein. Ein unfassbar gefährliches Pokémon an und für sich, aber es greift halt sehr stark an mit immer nur physischen Attacken. Und dagegen habe ich Konter. Dieses Pokémon landet ganz schnell mal im roten Bereich, ohne irgendwelche Probleme. Und wenn es sich hochheilen sollte, konnte ich einfach so ihren Trank. Und das geht, Freunde. Man kann hier aus irgendeinem Grund einfach so Tränke kontern. Man könnte sagen, okay, das ist ein Glitch und ich darf es nicht einsetzen. Das Ding ist nur, ich habe keine Ahnung, wann die KI Tränke nutzt und wann nicht. Das ist teilweise im Playthrough absolut random. Das bedeutet, Glitches, die ich nicht vermeiden kann, muss ich akzeptieren. Ähnlich wie halt einfach mit dem Badge Boost Glitch in der ersten Generation. Das heißt, ich darf das abusen, es geht schlecht anders und der Kampf hier ist kein Problem. Aber selbst ohne diese Mechanik bzw. diesen Glitch hier, wäre der Kampf hier mega einfach gewesen, weil Jasmin einfach gar nichts tun kann gegen Wohingenau. Das ist einfach nur ein idealer Hardcounter. Danach kommt allerdings die Eisarena von Norbert und die ist etwas komplizierter. Und ich will kurz erklären, woran das liegt. Norbert ist ein Eistrainer und Eisattacken sind alle speziell. Das ist schon mal eine gute Sache, das kann ich predikten, über Spiegelcape. Aber als ich diesen Kampf hier gestartet hatte, musste ich schnell eine Sache feststellen und zwar, setzen seine Pokémon einfach so, wenn sie fast tot sind, gerne mal Erholung ein. Und das kann ich nicht aufhalten. Es geht einfach nicht. Erholung ist eine sehr gefährliche Attacke, weil wenn ich halt ein bisschen Schaden reflektieren kann und die dadurch nicht kille, heilen die sich einfach wieder voll und nach der Erholung greifen sie dann weiter an. Wieder nur so ein bisschen, bis sie sich wieder voll heilen. Das heißt, ich kann zwar immer ein bisschen was kontern, aber ich krieg diese Pokémon nicht tot. Vor allem das Dewgong nicht. Das heißt, ich kann hier unmöglich antreten mit Konter und Spiegelcape. Ich muss schon wieder mit Verzweifler kämpfen. Es ist so frustrierend, wirklich, wie viele Trainer in diesem Spiel hier quasi eine Lücke finden im System von Wohingenau. Dieses Pokémon lässt sich einfach mega gut auskontern, was ironisch ist, weil es ja selber eigentlich kontern möchte. Aber okay. Wenn man hier Verzweifler haben sollte, ist Norbert logischerweise kein riesiges Problem mehr, weil sein Team einfach Bullshit ist. Wirklich sehr, sehr schlecht. Jurob, Yugong und Keifel sind keine allzu krassen Pokémon und dadurch, dass ich hier logischerweise auch keine Eisschwäche habe, sollte das ganz gut möglich sein. Ich brauche aber natürlich hier ein halbwegs hohes Level, um die Pokémon besiegen zu können, bevor sie sich wieder gegenheilen. Also auch das muss ich natürlich bedenken, aber für gewöhnlich hat man so ein Level hier mittlerweile, weil es ist ja die 7. Arena bereits. Doch wer jetzt denkt, dass die Team Rocket Side Story geschenkt ist, den muss ich leider komplett enttäuschen. Und zwar gibt es hier einen Pflichtkampf gegen einen Vorstand und der hat 5 Smogons und einen Smogmog. Und dieses Matchup hier ist ein Albtraum. Denn die Smogons haben zwar nur physische Attacken, und zwar Giftangriffe und Normalangriffe in Form von Tackle,
Aber, auch wenn man das alles zurückwerfen kann über Konter, machen die kaum Schaden. Das bedeutet, man kann die nicht mal ansatzweise one-shotten über Konter. Und das bedeutet, die bekommen alle Zeit der Welt, um irgendwann einfach auf Finale zu gehen und dem Wo-Ingenau sehr viel Schaden zu machen. Und das gilt für jedes einzelne Smogon. Das addiert sich irgendwann. Ich sterb halt irgendwann auch mal, ne? Ich habe nicht endlos viel KP. Und das bedeutet, dass das schon mal ziemlich furchtbar ist. Und ich muss auch währenddessen permanent einfach Bodyguard spammen, damit ich nicht random vergiftet werde. Weil wenn das passieren sollte, habe ich gar keine Chance mehr. Dieser Kampf hier ist absolut zum Kotzen. Und mit Wo-Ingenau alleine praktisch unspielbar. Und deswegen wusste ich, okay, ich muss hier maximal aufleveln und wahrscheinlich auf Verzweifler gehen, ansonsten kann ich hier gar nicht richtig antreten, weil dieses Finalgespamme hier einfach viel zu krass ist. Zumal er auch einen Smogmog hat, wie gesagt, was noch gefährlicher ist. Es gibt bei der ganzen Sache jetzt aber ein massives Problem, und zwar kann ich logischerweise, wenn ich mit Verzweifler antrete, nicht so viele Bodyguards mitnehmen. Das bedeutet, ich werde früher oder später vergiftet werden und das Ganze macht den Kampf nicht einfacher. Auch wenn ich mittlerweile auf Level 60 hochgelevelt habe, was ja schon eine ganze Menge ist, gegen Smogons auf Level 30, aber es hilft mir alles nichts. Ich mache diesen Pokémon hier, selbst auf diesem krassen Level, nicht so viel Schaden, dass ich sie one-shotte. Und das ist einfach mega bitter. Das bedeutet, ich muss hier massiven Schaden einstecken und hoffen, dass ich nicht allzu früh vergiftet werde. Das wäre schon mal sehr wichtig. Und was auch nicht passieren darf, ist, dass ich hier die ganze Zeit von, naja, Rauchwolke getroffen werde, weil da können teilweise eine Verzweifler missen. Und dann bin ich wirklich komplett verloren. Also das kann auch eintreten. Und ich musste diesen Kampf hier, selbst mit Verzweifler und auf Level 60 und selbst mit einem Rest Bodyguard, den ich extra übrig gelassen habe, zigmal neu starten, um zu gewinnen. Das war wirklich unfassbar ekelhaft und das war wohl der schlimmste Kampf gegen Team Rocket, den ich jemals hatte. Und was ebenfalls ein Problem war in der Rocket Story, war das nächste Rivalen-Battle im Keller. Weil der hat nicht nur ein Geist-Pokémon mittlerweile, nein, der hat jetzt auch ein Sneebel, ein Unlicht-Pokémon, was ich auch nicht bekämpfen kann über Verzweifler. Dieses Matchup hier ist grausam und ich musste hochleveln auf Level 70, um hier auch nur ansatzweise eine Chance zu haben. Und ich habe hier sogar extra noch, mal wieder, ein AP übrig gelassen auf einfach Bodyguard, damit mich Golbat nicht verwirren kann, weil es sonst die ganze Zeit einfach, naja, Konfuhlstrahl spammt und mich damit zur Hölle nervt. Das ist wirklich grausam, aber okay. Wenn man das so vorbereiten sollte, sollte man für gewöhnlich immer auf Umwegen bis zu Meganie kommen. Das ist machbar. Bis dahin muss man aber auch bedenken, dass man leider so gut wie immer in jedem Versuch von Magnetilo paralysiert wird. Und das macht diesen Kampf hier nicht einfacher. Und selbst Alpollo konnte mir nochmal einen Hit mitgeben, was einfach schade war, weil dieses Pokémon eigentlich physisch nichts aushält und es hätte echt nicht sein müssen. Aber gut, so war es nun mal. Und Meganie hat halt einfach die Attacke Reflektor. Einer der Hauptgründe, warum ich ja hier Meganie als mein Rivalen-Pokémon gewählt habe, um es für möglichst schwer zu machen. Weil Reflektor ist halt wirklich prima gegen physische Attacken und Verzweifler ist physisch. Das heißt, wenn Reflektor aufgesetzt wird, mache ich selbst auf Level 70 dem Meganie so gut wie gar keinen Damage mehr. Es ist fast schon lächerlich. Und es kann mich jede Runde aufs Neue angreifen mit seinen Pflanzenattacken und mir immer und immer mehr Schaden machen. Selbst auf Level 70 habe ich hier den Kampf fast noch verloren, beziehungsweise es wurde echt knapp und das ist kein gutes Zeichen für die späteren Kämpfe, weil das wird nicht das letzte Mal sein, dass ich antreten muss mit Verzweifler, ob ich es mag oder nicht. Vorher kommt jetzt allerdings die Drachenarena von Sandra und das ist die letzte Arena in Johto. Und man hat hier eine Sache auf seiner Seite und zwar sind die gesamten Drachen-Pokémon dafür bekannt, sehr viele spezielle Attacken auszuwählen, zumindest halt die, die Sandra hier hat. Die Dragoniers beispielsweise wollen Surfer spammen und Donnerblitz spammen, zwei Attacken, die ich beide zurückwerfen kann über Spiegelcape. Und ihr Seedraking, also ihr Ace-Pokémon, ist ja sogar Wasserdrache, das heißt, dass das gerne Surfer spammt, ist denke ich kein Geheimnis. Und somit wusste ich, okay, ich kann ja antreten mit Spiegelcape. Man muss hier aber eine Sache unbedingt bedenken und zwar muss man die ganze Zeit Bodyguard aufrechterhalten. Das ist ganz doll wichtig, weil die Dragoniers spammen alle sehr gerne Donnerwelle. Und wenn man hier sofort einfach paralysiert wird, macht es den Kampf hier in keinster Weise einfacher und es wird zu reinem RNG. Und so kann man sich einfach so ein bisschen festigen. Dadurch, dass wir hier bereits so viel gelevelt haben, um halt einfach diese Verzweiflerkämpfe zu gewinnen gegen den Rivalen und so und auch gegen diesen Rocket-Rüpel bzw. Rocket-Vorstand, haben wir so viel KP mittlerweile angehäuft, dass wir es uns leisten können, einfach so ein paar Bodyguards rauszulegen, um safe zu spielen. Und wir können dann trotzdem noch gewinnen, auch wenn wir dann immer noch ganz, ganz viele Surfer und Donnerblitze und so weiter zurückwerfen müssen. Das ist auf jeden Fall möglich.
Und die Dragoniers sind so auf jeden Fall gar kein Problem. Und der Seedraking ist halt generell auch ein stärkeres Pokémon. Das bedeutet, es macht mir mehr Schaden und ich kann mehr Schaden zurückwerfen. Und deswegen ist das ganz schnell tot. Sandra ist gut besiegbar und mit Spiegel Cape auf jeden Fall easy zu besiegen auf so einem Level. Die Frage ist aber jetzt so ein bisschen, wie ich abschneiden werde beim letzten Rivalen-Battle kurz vor der Liga. Muss ich noch weiter leveln oder kann ich jetzt gewinnen auf Level 73 über die Verzweifler-Taktik? Und ja, er startet hier sofort mit einem Sneebel. Das bedeutet, ich kann hier nicht mal beispielsweise irgendwie sein erstes Pokémon über Konter oder Spiegel Cape rausnehmen. Nein, ich muss hier sofort antreten. Wir sind einfach Verzweifler. Und auch wenn Sneebel hier Two-Shot ist, ist das Ganze schon mal etwas ärgerlich. Dann kommt Golbat rein. Und ich muss hier von Glück reden, dass es hier die ganze Zeit nur Biss gespammt hat, aber das ist halt auch ein wenig Schaden. Und ja, ich hätte hier wahrscheinlich einmal Bodyguard trotzdem vorbereiten sollen, aber gut, das war in diesem Fall nicht notwendig. Es war aber auch mehr ein Testversuch. Und dann kam Magneton rein. Und das ist halt einfach ein riesiges Problem. Um Magneton zu erreichen, brauche ich mindestens 5 Angriffe. Das bedeutet, wenn ich ganz zu Beginn bei Sneebel bereits, Bodyguard gespammt hätte, wäre der jetzt bereits abgelaufen. Also der hätte mir hier auch nichts gebracht und Magneton paralysiert mich. Und dann kommt Alpollo rein und greift mich einfach zigmal an mit Spukball. Die Attacke tut weh. Die tut sogar richtig weh und ich kann mich dagegen kaum wehren. Und durch die Paralyse muss ich teilweise einfach Runden skippen, was mega frustrierend ist. Und dann kommt als nächstes Kadabra rein und auch wenn er schnell besiegt ist, kann mir das auch nochmal Schaden machen, wenn ich Pech habe. Und ja, dann kommt Meganie. Dann stehe ich vor Meganie mit unter 100 KP und muss es dann auch besiegen mit Verzweifler? Keine Chance, nicht mal ansatzweise. Ich kann dieses Pokémon so nicht aufhalten, das geht gefühlt gar nicht. Und ich wusste, ich muss noch mehr leveln. Diese Verzweiflerkämpfe hier machen den Run echt nicht angenehmer. Ich bin also hochgegangen auf insgesamt Level 85 und es hat es mir erlaubt hier, Bodyguard wieder mitzunehmen. Weil jetzt konnte ich quasi Magneton innerhalb von 5 Runden erreichen und auch Two-Shotten, bevor es mich einfach paralysieren konnte. Und es hat diesen Kampf hier deutlich angenehmer gemacht, weil ich dann einfach die Pokémon wieder outspeeden konnte und ich konnte auch safe treffen. Das bedeutet, ich habe nicht mehr random einfach an der Paralyse gechoked und dann nicht angegriffen. Das war immer ein großes Problem vorher. Aber auf so einem Level hier war das kein Thema mehr. Und wenn das kein Thema mehr sein sollte, sind auch Alpollo und halt auch Kadabra kein Problem mehr. Und das Meganie alleine hält mich dann auch nicht auf. Was hier jetzt aber sehr einfach aussieht, ist, muss ich sagen, schon mal sehr beängstigend, weil es werden noch deutlich schwierigere Kämpfe kommen. Wenn ich da wieder Verzweifler brauchen sollte, habe ich ein Problem. Weil viel mehr leveln ist nicht mehr möglich. Und die Frage war jetzt einfach, wie weit ich in der Liga komme mit meiner ganz normalen Angriffstaktik über die Konterattacken und Level 85. Und das wollte ich jetzt rausfinden. Und der erste von den Top 4 ist der gute Willi und das ist ein Psychotrainer. Und der beginnt hier zunächst mal mit seinen beiden Xatus. Und die werden die ganze Zeit logischerweise Psychokinese spammen und es sind halt einfach spezielle Angriffe, die ich prima kontern kann über Spiegelcape ohne großartige Probleme. Das ist erstmal ein schönes Matchup, man muss aber so ein bisschen aufpassen auf halt einfach seinen Bodyguard, damit die Xatus nicht die ganze Zeit einen verwirren, weil das wäre logischerweise ein wenig nervig. Aber okay, wenn man das bedenken sollte, sind die Xatus eigentlich nie eine große Herausforderung, aber dann kommt Rosana. Und Rosana spammt die ganze Zeit, wenn es möchte, Double Sweep, eine Attacke, die ich praktisch nicht richtig kontern kann, wie gesagt. Das ist einfach nervig. Klar, wenn dieses Pokémon auf Ice Sweep geht, kann ich das gut zurückwerfen, aber das macht Rosana halt nicht immer. Ich würde aber trotzdem einfach jedes Mal auf Spiegel Cape gehen und darauf hoffen. Das ist hier wohl das Beste. Und dann kommt Cocobell rein und spammt einfach Eierbombe. Okay, das kann ich prima kontern. Das ist kein riesiges Problem und nach einigen Runden sollte Kukuwai dann sehr souverän besiegt sein, ohne irgendwelche Vorkommnisse. Aber das letzte Pokémon von Willi ist leider Anlamos und das ist wirklich unfassbar nervig. Weil es boostet sich sehr gerne und auch sehr, sehr häufig. Das bedeutet, wenn dieses Pokémon zu sehr auf seine Boosts gehen sollte, dann ist es möglich, dass es so stark wird, dass man es einfach nicht besiegen kann, bevor es einen überrennt. Und ich meine, ob dieses Pokémon jetzt angreift oder nicht, beziehungsweise ob es erstmal ganz viele Boosts rauslegt, das liegt bei der KI. Das kann man selbst einfach in keinster Weise beeinflussen. Das bedeutet, dieser Kampf hier ist reines RNG und man muss beten, dass man irgendwie die Body Slams konstant zurückfeuern kann, bevor Lamos so stark ist, dass es einen einfach one-shottet, beziehungsweise zu schnell umbringt, bevor man halt genug Schaden zurückgeworfen hat. Ziemlich nerviger Kampf, aber okay, man kann hier siegen. Aber dann kommt Koga. Und ich werde diesen Kampf hier nicht komplett einblenden, weil ich diesen Kampf hier sehr schnell abbrechen musste, weil ich realisiert habe, okay, er ist unschaffbar auf diese Art und Weise.
und ich will kurz erklären, woran das liegt. Koga greift einfach nicht aktiv an. Das ist nicht seine Priorität. Er macht viel lieber beispielsweise 6x Komprimator oder 6x Doppelteam mit seinen Pokémon. Er nutzt so Attacken wie Staffette oder ja noch ganz andere Taktiken wie Toxin etc. Und man kann das alles kaum ablocken. Klar, Gift alleine ist kein Problem, dafür haben wir Bodyguard. Aber wenn er einfach nicht aktiv angreift bzw. genug Schaden macht, bekomme ich seine Pokémon einfach nicht down. Und dann kann es schnell mal passieren, dass ich hier einfach 5 Minuten spiele, ohne irgendwas zu erreichen. Es ist wirklich einfach nur belastend und mir war klar, sowieso schon, im Hintergrund, dass ich die Liga so sowieso nicht komplett machen kann. Wieso ist das so? Der 4. Trainer der Top 4 ist Melanie und das ist eine Unlicht-Trainerin. Und die hat unter anderem auch einen Gengar. Die ist logischerweise unbesiegbar, ohne Verzweifler. Und wenn ich jetzt mit meinen vollen AP in die Liga laufe und quasi dann später mit halt einfach halb gefüllten AP bei Melanie ankomme, kann ich nicht kämpfen, bis meine AP verbraucht sind. Das heißt, ich muss dann die Liga aufgeben. Keine Chance. Und wenn ich vorher bewusst quasi mit, naja, angeknacksten AP die Liga beginne, um dann quasi genau auf Null bei Melanie zu landen, geht das auch nicht, weil ich ja gar nicht weiß, wie viele AP ich verbrauchen werde. Gerade halt bei so einem Kampf wie gegen Koga. Es ist so unspielbar. Das bedeutet, ich muss die gesamte Liga bis zu Melanie safe machen über Verzweifler. Und ja, Freunde, als ich das realisiert habe, habe ich gekotzt, aber okay. Ich habe das schon gewusst, bevor ich in die Liga reingegangen bin, aber ich wollte halt wissen, wie weit ich komme, aber gegen Koga macht der Kampf einfach echt keinen Spaß. Ich bin also wiedergekommen auf insgesamt Level 100 und habe die Liga hier ein weiteres Mal herausgefordert, und zwar dieses Mal mit Verzweifler. Und Willi war jetzt einfach gar kein Problem mehr und ich habe jetzt zunächst mal begonnen mit einem AP auf halt einfach Bodyguard, um den Konfu-Strahls zu entgehen von den Xatus, weil das einfach nervig gewesen wäre. Und wenn diese Konfu-Strahls nicht passieren, werde ich nicht verwirrt und ich kann einfach jede Runde angreifen und es sollte auch ausreichen. Und Rosana beispielsweise hält physisch ja eh nichts aus, von daher ist Verzweifler gegen dieses Pokémon gar nicht mal so übel tatsächlich. Und vor allem auch Lamos ist jetzt deutlich angenehmer, weil ich dieses Pokémon jede Runde angreifen kann. Es kann nicht einfach sich 20 Mal boosten und halt einfach mich dabei komplett ignorieren. Das geht nicht mehr und deswegen ist Lamos jetzt auch kein Problem mehr und Willi kann man jetzt sehr gut besiegen. Und danach kommt wieder Koga. Und der ist jetzt einfach 20 Mal angenehmer als zuvor. Klar, es gibt jetzt natürlich das Problem, dass er einfach Gift auf mich machen kann, aber ich denke, das ist in Ordnung. Ich meine, man kann ja Glück haben und das Ganze kann erst recht spät passieren. Und da wird man für gewöhnlich am Gift halt nicht so viel Schaden fressen, beziehungsweise nicht so früh so viel Schaden fressen und dann kann man damit halbwegs auskommen. Das ist durchaus schaffbar. Und sagen wir es mal so, wie es ist, so eine Attacke wie Doppelteam muss nicht zwangsweise mattern, solange ich jede Runde angreifen kann, wenn ich das möchte. Und das bedeutet, dass ich teilweise einfach trotzdem treffen kann, in einem glücklichen Run, und dann spielt Doppelteam für Koga einfach gar keine Rolle und er verliert. Das kann passieren. Und man kann sogar vor Stagger hier brechen, über Verzweifler, auch wenn es kaum Schaden macht, weil man einfach so ein krasses Level hat. Level 100 ist schon eine sehr, sehr große Hausnummer. Und dann hat Koga keine Chance mehr. Aber wie gesagt, Freunde, mit den regulären Attacken von Wing genau hätte ich hier einfach gar keine Chance gehabt. Dann kam der Kampftrainer Bruno und ich habe hier gute und schlechte Neuigkeiten. Und zwar kann man zunächst mal die Kampfattacken von Bruno sehr gut abfangen. Das ist vollkommen okay, weil logischerweise Kampfattacken auf Wing genau nicht allzu effektiv sind. Und die halten auch gar nicht mal so viel aus, diese Kampf-Pokémon. Das bedeutet, der Zweifler macht sogar nennenswerten Schaden. Aber die schlechte Neuigkeit ist leider, dass Sandsturm sehr viel Schaden hier macht. Das bedeutet, Onix ist hier das mit Abstand gefährlichste Pokémon. Zumal es sogar Verzweifler resistieren kann. Und Sandsturm macht einfach, wohin genau, lächerlich viel Schaden. Es ist wirklich ultra bitter. Und auch wenn ich hier wirklich über 500 KP habe, sind die auch irgendwann mal leer. Das bedeutet, nur wegen diesem einen Sandsturm hier von Onix bin ich hier fast doch zugrunde gegangen. Das ist wirklich heftig, weil die anderen Pokémon von ihm konnten mir quasi gar nichts entgegensetzen, aber dieses Onix wurde echt gefährlich. Wie auch immer, irgendwann konnte ich dann siegen, weil ich einfach sehr viel Schaden gemacht habe und kaum Schaden von den anderen Pokémon gefressen habe. Und dann kam der Kampf gegen Melanie. Und ich würde hier auf jeden Fall empfehlen, das Item Kingstein auszurüsten und wohin genau zum Tragen zu geben. Weil damit kann man dafür sorgen, dass der Gegner zu 10% random flincht. Das bedeutet, eine Runde aussetzen muss, wenn man selber first geht. Und dadurch, dass wir hier schon so krass überlevelt sind, outspeeden wir einfach alles. Es ist also wirklich praktisch. Und wenn dadurch teilweise nach Tara mal ein Sandwirbel weniger rausbekommt,
ist das sehr, sehr willkommen, glaubt mir. Weil diese Sandwirbel nerven extrem, wirklich sehr, sehr doll. Also bitte, nehmt ihr auf jeden Fall Kingstein. Und dann kann man nach Tara teilweise relativ gut besiegen. Kramurks ist logischerweise kein Problem, weil das Pokémon halt wirklich einem nichts entgegensetzen kann, außer random Angriffe, die halt nur so ein bisschen Schaden machen. Und es hält nichts aus. Aber dann, meine Freunde, kommt Hundemon. Und das kann durchaus ein bisschen Schaden machen, also sollte man hier vorsichtig sein. Aber ich habe es hier sogar nochmal schaffen können, dass das Pokémon geflincht ist. Überreines RNG. Kann passieren, war auf jeden Fall sehr lucky. Und dann, meine Freunde, kam halt Gengar. Und das Gengar kann einen leider einfach verfluchen. Es hat wirklich die Attacke Fluch. Wenn das passieren sollte, habt ihr verloren. In 90% der Fälle. Es sollte also am besten nicht passieren. Und es ist auch bei diesem Versuch nicht eingetreten, aber das hier war auch ganz sicher nicht der erste Versuch. Und dann kam halt einfach noch ihr Giflor, warum auch immer sie hier ein Giflor hat, das ist halt nicht mal irgendwie Unlicht oder Geist oder so. Wie auch immer, das kann einen paralysieren, aber nicht alleine aufhalten für gewöhnlich. Wenn man hier ankommen sollte mit über 200 KP, was soll Giflor dann alleine noch machen? Also das Ganze sollte dann für gewöhnlich gewonnen sein. Aber glaubt mir eins, Freunde, der Kampf gegen Siegfried, der wird nicht so leicht sein. Denn der Kampf gegen Siegfried wirft auf jeden Fall eine sehr große Frage auf, und zwar, was passiert, wenn man nicht mal mit Verzweifler antreten kann, weil der Gegner zu stark ist, obwohl der Gegner eigentlich nichts tut, was perfekt wäre für die Originalattacken von wohin genau. Und das ist hier der Fall, und das ist einfach nur grausam. Das Problem ist hier folgendes. Der gute Siegfried setzt sowohl spezielle als auch physische Attacken im Wechsel ein. Fast all seine Pokémon haben irgendwelche krassen Attacken wie Donner oder Surfer oder beispielsweise Wutanfall, die speziell sind, und dann hat er random einfach auf fast jedem Pokémon einen physischen Hyperstrahl. Und du kannst nicht predikten, was er gerade einsetzt, weil das vollkommen random ist. Selbst wenn beispielsweise sein Gyarados, ne, sein erstes Pokémon, Regentanz eingesetzt hat, bedeutet das einfach in keinster Weise, dass das erste Dragoran, was er raussenden wird, immer auf Donner geht, weil die Attacke dann safe trifft. Nein, er kann auch beispielsweise random, naja, weiter Hyperstrahl einsetzen. Aber das ist nicht garantiert. Und deswegen muss man quasi raten, ob man Konter oder Spiegelcape einsetzt. Und das ist bitter, ganz einfach deswegen, weil man sich logischerweise keine Fehltritte leisten kann. Wenn man beispielsweise mehrfach von Hyperstrahl getroffen wird, ohne ihn zurückzuwerfen, dann frisst man dadurch so viel Schaden, dass man den Kampf nicht mehr gewinnt, weil man hier insgesamt über diesen zurückgeworfenen Schaden 6 Pokémon besiegen muss, die sehr, sehr krass sind. Siegfried hat hier ein Gyarados, 3 Dragorans, ein Glurak und ein Aerodactyl. Das sind sehr gute Pokémon. Und das ist einfach mega bitter. Klar, Aerodactyl und Glurak kann man gut predikten, weil, naja, das eine ist halt physisch und das andere speziell. Das ist okay, aber gerade halt die Dragorans und das Gyarados sind vollkommen random, was sie gerade machen wollen. Und ich hatte hier zunächst mal die Idee, okay, ich gehe auf Verzweifler und habe dann auch im Livestream wirklich Ewigkeiten darum getestet, aber das geht nicht. Selbst wenn man teilweise einige AP sich aufspart, um dann vielleicht auch einen Bodyguard zu haben gegen die Dragorans, die mit Donnerwelle nerven. Selbst dann geht es nicht, weil du kannst halt nicht einfach mit Verzweifler so ein riesiges, mächtiges Team besiegen, ohne dich irgendwie gegenheilen zu können. So Sachen wie Überreste oder so kann ich hier einfach noch nicht haben. Und das bedeutet, ich werde es nicht schaffen, mit Verzweifler 3-mal Dragoran zu überrennen. Keine Chance, es funktioniert einfach nicht. Ich habe es wirklich Ewigkeiten probiert. Und dementsprechend bin ich zu dem Schluss gekommen, ich muss einfach Glück haben. Und das ist bitter, aber da muss man einfach bei diesem Playthrough durch. Ihr seht hier einen Run, der wirklich, naja, sehr praktisch war für mich, sagen wir es so. Und zwar habe ich es geschafft, dass einfach die richtigen Attacken kamen. Ich habe meistens darauf gepokert, dass einfach ganz, ganz simpel Hyperstrahl eingesetzt wird. Das ist aber nicht immer die richtige Entscheidung. Beispielsweise ist es sinnvoll, wenn es gerade regnet, gegen das erste Dragoran von Siegfried eher auf Spiegelcape zu gehen, weil das kann entweder auf Windhose gehen, was speziell ist, oder auf Donner. Und ich habe das Gefühl, dass er etwas priorisierter auf Donner geht. Ist aber auch nur ein Gefühl, ob das wirklich so stimmt? Ich habe keine Ahnung. Und wenn der Regen dann ausläuft, geht man halt eher wieder auf Konter, weil man dann den Überstrahl erwartet und vielleicht etwas weniger Donnerattacken, die ja auch missen können beispielsweise dann, und vielleicht etwas weniger Windhosen. Es ist ein reines Rätselraten und man muss das Ganze hier einfach etliche Male neu starten. Es ist ein furchtbar nerviger Kampf, weil du einfach es nicht kontrollieren kannst in keinster Weise. Das Schöne ist aber, wenn man hier antreten sollte mit vollen AP, wenn man die also quasi nach dem Kampf gegen Melanie geheilt hat, über beispielsweise ein Top-Elixier, dann hat man auch Bodyguards gegen einfach die ganzen Donnerwellen von den Dragorans.
Weil wenn man hier, naja, paralysiert und mit Verzweifler antritt, ist es praktisch unspielbar und mega nervig. Also dann ist es wirklich nicht auszuhalten. Man kann zwar dann auch noch wieder den Kingstein dazu nehmen, keine Frage, aber das macht das Ganze nicht wirklich viel angenehmer, weil der Kingstein proggt nur zu 10%. Das wird nicht immer passieren, deswegen werden auch bei langen Kämpfen nicht so viele Flinches passieren. Also man wird nicht so viel Schaden sich sparen können. Es ist wirklich bitter, dieser Kampf, jetzt weil man keine Gegenheilung hat. Aber okay, wenn man wirklich hier ganz stumpf mit Spiegelcape und Konter und Bodyguard antritt, kann man diesen Kampf hier ganz knapp gewinnen. Aber wenn das hier nicht hingehauen hätte nach so vielen Versuchen, hätte ich hier fast schon aufgeben müssen. Es war ein furchtbarer Fight. Doch ihr wisst Bescheid, Freunde, das reicht mir logischerweise noch nicht. Ich wollte jetzt auch wissen, ob ich Trainer Rot besiegen kann. Denn mir war eine Sache bewusst, und zwar werde ich ja in Kanto einige neue Items bekommen, und zwar, naja, Berserker gehen und Überreste. Mir war aber auch klar, dass wenn ich gezwungen bin, auf Berserker gehen zu gehen, in Kombination mit Verzweifler, dann wird das nicht so viel bringen. Also meine Haupthoffnung lag so ein bisschen auf den Leftovers, nämlich halt jede Runde heilen können. Und ich wollte testen, ob ich damit halt wirklich Kanto durchspielen kann und vielleicht sogar Trainer Rot herausfordern kann, obwohl mir klar war, dass das Ganze sehr, sehr krass wird, weil ja Siegfried quasi schon praktisch unbesiegbar war. Ich habe es zwar irgendwann geschafft, aber das Ganze hat wirklich Ewigkeiten gedauert. Und als ich mir dann die Überreste geholt hatte, muss ich wirklich sagen, waren die Kanto-Arena-Leiter einfach nur ein Witz. Da die Leftovers quasi ein Prozentual heilen und Wayne genauso viele KP hat, ist das Gegenheilen hier wirklich komplett overpowered. Das ist krass. Man kann sich so viel gegenheilen, dass die normalen Kanto-Arena-Leiter ein Witz sind. Und zwar alle. Und dass du mit Verzweifler, ich muss hier nicht mehr normal antreten, also das war gar nicht notwendig. Die Frage war halt nur so ein bisschen, ob das auch für Blau-Eich gilt. Weil das ist halt der 16. Orden und diese Arena ist wirklich sehr, sehr schwierig und auch mal deutlich härter als beispielsweise der Kampf gegen Siegfried. Und das Schöne ist, Freunde, die Leftovers sind auch hier richtig krass. Man kann festhalten, der Levelunterschied, den ich hier hatte zu Blau-Eich, der ist ja immer noch sehr groß. Der ist zwar kleiner als im Vergleich zu halt dem guten Siegfried, aber dadurch, dass ich halt mittlerweile mir so viele KP gegenheilen kann, ist das nicht so mega tragisch. Weil ich halt einfach einen so krassen KP-Gain habe, dass die Attacken von Blau-Eich mir nicht so sehr wehtun. Dieser Kampf hier dauert trotzdem natürlich eine Ewigkeit, denn er ist wirklich sehr nervig und man kann ja auch nicht irgendwie mit riesigem Abstand gewinnen, aber es ist theoretisch möglich hier zu siegen, indem man einfach nur die ganze Zeit A drückt und Verzweifler spammt. Ich kann ja auch nicht irgendwas Spannendes zu erzählen, es ist halt einfach so ein bisschen RNG. Wenn man beispielsweise gekrittet werden sollte ungünstig, wird man wahrscheinlich verlieren, am falschen Punkt. Das kann nur mal passieren, es ist aber nicht so ultra wahrscheinlich. Ich habe hier nach 3-4 Versuchen gewonnen und das Ganze auch nur wegen Leftovers. Wie gesagt, hätte ich Leftovers hier nicht gehabt, müsste ich fast schon sagen, der Kampf hier ist unmöglich. Also ich denke, das hätte ich ja nicht geschafft, aber gut, so war es denkbar und ich konnte weiterziehen Richtung Trainer Rot. Und ich war jetzt sehr gespannt, ob der überhaupt vorstellbar ist. Mir war aber auch klar, mit Verzweifler werde ich hier keinen Schaden machen können und gerade Relaxo wäre so unbesiegbar. Ich musste also normal antreten. Und dieser Kampf hier ist definitiv ein wenig ekelhaft, sagen wir es so. Man kann logischerweise, wenn Pikachu auf Charme geht, erstmal einen Bodyguard rauslegen, das ist nett. Und da kann man Pikachu besiegen über Spiegelcape. In wenigen Runden, das ist ganz gut machbar. Man kann sich auch gegenheilen über die Leftovers. Und dann kommt Psyana rein. Psyana ist ein Pokémon, das wird erstmal Reflektor einsetzen. Da könnte man beispielsweise sich Zeit nehmen und nochmal Bodyguard machen, beziehungsweise sich AP sparen oder halt einen Bodyguard rauslegen, wenn es noch nicht getan hat. Und dann spammt das Pokémon die ganze Psychokinese und das kann man wieder zurückwerfen, ganz simpel über Spiegelcape. Das dritte Pokémon ist allerdings, naja, leider das Relaxo. Und Relaxo ist bitter. Im Laufe des Kampfes gegen Relaxo wird fast immer der Bodyguard auslaufen. Und dann kann es passieren, dass Relaxo dich paralysiert über Body Slam. Das kann man nicht vermeiden, man hat ja keine Zeit einfach nochmal auf Bodyguard zu gehen. Das kann man sich nicht leisten. Und wenn sich Relaxo entscheiden sollte, Erholung einzusetzen, muss man aufgeben. Dann kann man praktisch nicht gewinnen. Man muss also hoffen, dass einfach Relaxo irgendwie crittet, damit man so viel Schaden zurückwerfen kann, dass es stirbt vor der Erholung. Und das ist halt extrem unwahrscheinlich. Ungefähr 6% Chance. Und ja, die restlichen Pokémon sind dann so eine Sache. Glurak beispielsweise kann man prima predikten, das wird immer Feuerattacken einsetzen, da kann man Spiegelcape machen. Kein großes Ding, es macht aber unfassbar viel Schaden und kann theoretisch verbrennen, dann kann man praktisch aufgeben.
Das gute Turtok könnte beispielsweise erstmal Regentanz-Setupen und damit Surfer so viel Schaden machen, dass es vielleicht einen killt. Wäre auf jeden Fall vorstellbar. Und generell muss man auch festhalten, dass, naja, die meisten Pokémon nicht so eine tolle Range haben. Das heißt, man overkillt die so ein bisschen mit dem zweiten oder dritten Spiegelcape oder Konter und hat davon nichts mehr. Man frisst quasi zu viel Schaden. Und später kommt dann einfach Bisaflor als letztes Pokémon. Und hier muss man einfach so ein bisschen gucken, dass man die Solarstrahls überlebt. Es kann hier aber auch passieren, dass dieses Pokémon auf Gigasauger geht. Und wenn das passieren sollte, kann es passieren, dass dieses Pokémon sich zu sehr gegenheilt und man es nicht tot bekommt, bis man selber down geht. Sehr, sehr bitteres Ende, aber theoretisch kann man hier siegen. Und das ist mir ja auch passiert, nach vielen, vielen Versuchen. Ich muss festhalten, dieser Run hier ist einfach nur zum Kotzen. Ich kann keinem empfehlen, das Ganze zu spielen, weil es mega frustriert. Du denkst immer wieder, alles klar. Ich kann antreten mit den Konterattacken und habe ein faires Matchup, beziehungsweise ich kann zumindest vernünftig kämpfen. Aber dann merkst du immer wieder, es geht halt doch nicht. Egal ob jetzt Pipi kommt mit Duplex-Hieb oder ein Geister-Pokémon oder ein Unlicht-Pokémon oder ein Siegfried, der einfach mal so oder mal so angreift, all das ist praktisch nicht kompatibel mit der Strategie von Wingenau und es wird sehr, sehr schnell sehr, sehr frustrierend. Und hätte ich hier nicht im Late-Game die Leftovers gefunden, beziehungsweise die Überreste zu Deutsch, hätte ich nicht gewinnen können, weil nur dieser KP-Heal hat mir hier den Arsch gerettet in jeder erdenklichen Hinsicht. Ihr habt ja gesehen, wie knapp der Kampf war später gegen Trainer Rot. Es wäre ansonsten nicht vorstellbar gewesen. Und hier mit Verzweifler anzutreten und Berserker gehen, vergesst das. Ich hätte keinen Damage gemacht, nicht mit Wuingenau. Das heißt, ich bin sehr, sehr glücklich, dass halt Wuingenau einen so krassen KP-Wert hat, weil ansonsten hätte ich hier das Handtuch werfen müssen. Aber okay, so war das nicht notwendig. Eure Meinung zu dem Run hier? Gerne in die Kommentare, ich fand ihn sehr, sehr cool. Nochmal Dankeschön für die 35.000 Abos, das hier war ja so ein bisschen der zweite Teil des Abo-Specials für die Leute, die halt den ROM-Hack nicht so gefeiert haben, den ich vor einer Weile vorgestellt habe, wobei der auch sehr gut ankam, muss ich sagen. Und ja, es geht jetzt bald weiter mit den nächsten paar Runs und da könnt ihr sehr gerne weitere Vorschläge machen, was ich mal so Challenge-Run soll. Und ansonsten denkt auch bitte daran halt, dass ich mittlerweile regelmäßig live streame und dass ihr auch sehr gerne hier ein Abo dalassen könnt. Und bei den 40.000 Abos kommen mal wieder die nächsten paar Specials raus. Und an dieser Stelle auch Dankeschön an meine Patreon-Spender. Ohne euch würde es meine Kanäle vielleicht in einiger Zeit nicht mehr so geben, wie wir sie gewohnt sind. Deswegen riesiges Dankeschön an euch. Und ihr seht jetzt hier noch meine Endcard. Links ist mein Yu-Gi-Oh!-Kanal und rechts daneben ist mein Sponsor. Und rechts daneben sind noch zwei Videos. Das obere wird euch von YouTube empfohlen und das untere ist die letzte Folge dieses Formates. Deswegen schaut da mal rein. Bis bald. Tschüss.